Ich brauche Lebensanne! Ich brauche... Nicht das da? Nein! Ich brauche Leben, du verkackter Sunny! Leben! Leben! Ach, danke, wenigstens einer hier. Das gibt's ja nicht. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder... Oh, da ist zumindest schon mal eine Kombi. Das ist nicht schlecht. Das will ich nicht. Wenn etwas, oh, fuck. Scheiße, ich müsste in der nächsten Runde Gold ziehen, in der Hoffnung. Ich hasse Portale. Oh, ich hoffe, der gibt gleich früh auf. Da kenne ich wenigstens halbwegs eine Kombo spielen. Tod den Feinden! Ja, ja, das, Mike, da denkst du aber leider sehr falsch. Im Grunde, sollte ich das verwahren? Oh, ich hoffe, dass er einfach keine Scorch auf der Hand hat. Das hat nichts mit draußen zu tun. Die Zahlen steigen nicht nach der Zeit, egal ob es jetzt ein Film oder im Spiel ist. Wenn ein Spiel rauskommt, ist das die höchste Zeit, die es erreichen kann mit den meisten Spielern. Sobald es länger draußen ist, werden es weniger. Klar, zu Weihnachten werden nochmal die Zahlen ein bisschen steigen. Aber da wird in der Richtung nichts mehr passieren. So, ne, ich hab Gold. Oh, wähle eine nicht Gold auf der Schachtfeldseite aus und verwandle sie. Alle Kopien in einem Schachtfeld zu Goldeinheiten. Nice. Doch, ich hatte die Kombo auf der Hand. So, geht doch. Oh, hätte ich sie noch weiter ausspielen sollen? Wäre eine Möglichkeit gewesen. Wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Noch härter zu machen. Das könnte interessant werden. Ich bin am Zug. Ja, komm, machen wir mal noch mehr Gold. Das Ziel ist es jetzt natürlich, die Runde zu gewinnen. Rufen wir den erstmal einfach. Oh, das wäre eigentlich eine nice Idee. Oh, 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 ja, da habe ich schon eine Idee. Da habe ich schon mal eine ganz geile Idee. Das wird kurz und schmerzhaft. Wenn es klappt. Nein, stimmt, jetzt ist der Golden. Fuck. Ein Zug zu langsam im Kopf gewesen, ey. Ein Zug zu langsam nachgedacht. Ah, verdammt. Jetzt kann ich mir maximal noch einen von denen hier holen. Willst du Advanced Warfare oder Titanfall 2 holen? Oder beides? Nein, ich werde mir höchstwahrscheinlich keins von beiden holen. Besonders Call of Duty gar nicht. Das Einzige, was mich natürlich da interessiert, ist maximal die Remastered-Version, aber alles andere interessiert mich leider wirklich gar nicht. Slower 17, moin, Alter, ihr wird salutiert bei ihm. Sei gegrüßt. Und der Slower 17 lässt auch schon direkt ein Follow da. Danke dafür, richtig nice von dir. Oh, wenn der wüsste, was ich noch auf der Hand habe. Da könnte er in Tränen ausbrechen. Um ehrlich zu sein, obwohl, nee, ich muss noch ein bisschen warten. Um es... Was willst du? Ein bisschen logischer hier auszuspielen. Wird langsam ein bisschen dunkel draußen, merke ich. So, spiel mehr, noch mehr von denen. Mach es, tu es. Wird er Nebel, wird er dies, wird er das haben?
Das gibt Ärger. Ich habe zumindest zu viele im 9er-Bereich. Dann mache ich den mal hoch. Und den Stinker auch nochmal, damit es ein bisschen gebalanced ist. Und dann werde ich mal seine ganze Reihe hier auf 1 runterradieren. Oh! Freut mich, dass du es jetzt schon getan hast. Damit tust du mir einen kleinen Gefallen. Okay, jetzt wird erstmal hier ein bisschen Damage verteilt. Okay, da wäre ich lieber auf. So. Dann geben wir ihn mal hier. Mit deinesgleichen hast du keine Gnade. Alle auf 1 runter. Oh, ich sehe gerade, ey, der Stream ist auf jeden Fall wieder im übelsten Delay. Also ihr seid mindestens fast 2 Minuten hinter mir. Wow, okay, das wusste ich jetzt nicht. Hoffe ich mal, dass meine Türme irgendwie den Rest machen. Dass die Türme irgendwie den Rest machen. Okay, außer er hat nochmal was, irgendwie solche Dinger zu pushen, dann bin ich am Arsch. Geswiped. Ja, leider sind das andere alles Gold-Einheiten. Könnte auch echt noch knapp für mich hier werden, habe ich das Gefühl. Krasse. Aber die Türme kommen gleich wieder zum Feuern. Ich glaube eine halbe Minute. Nur 30 Sekunden? Okay. Kannst du jetzt sehen, wie lange ich gebraucht habe, um darauf zu antworten. Oh, swipest du ein goldenes Board? Du Horst. Na, hast du noch einen Schweib auf der Hand? Na, was hast du? Was hast du? Kann mir das noch gefährlich werden? Mit Zocken auf der PS4. Und gewonnen! Ja, da ich aktuell irgendwie keine Zeit dafür habe, sieht es schlecht aus. Also, entweder bin ich am Stream oder muss aufnehmen und habe allgemein gerade ziemlich viel mit Ärzten und Doktoren und so zu tun und muss da rumgammeln. So, 2 Runden hintereinander gewonnen. Das ist nice. Und wenn ich überlege, das Deck hat noch Potenzial nach oben, da mir noch ein paar Karten fehlen, wird das echt witzig. Mal schauen. Aktuell gibt es halt leider auch gerade gar nichts, was mich reizt, auf der PS4 zu spielen. Kann verbergen. Okay, schon wieder ein. Eine Karte habe ich, die ist auch nice. Das ist auch nice. Das ist auch sehr nice. Also, Combo ist schon eine halbwegs real hier. Nein. Und ein Geralt. Das sieht sogar noch besser aus. Hey! Hey, hey! Ich hab Destiny, ja. Und Rocket League habe ich tatsächlich auch. Will er denn aufgeben? Er wird wohl wahrscheinlich darauf ausspielen, auszuspielen. Bringen wir es hinter uns. Deswegen wäre ich mit Geralt. Aber bei Destiny habe ich ja ein Video damals gemacht, habe ich alles gelöscht, was ich jemals hatte. Aha, er spielt zumindest kein Wetterdeck. Das könnte für mir zum Vorteil gereichen. Ich hoffe, der lässt den jetzt in Ruhe, sonst habe ich die Arschkarte. Ach Gott sei Dank, er tut's tatsächlich. Puppeln wir mal da die restlichen Einheiten raus. Jetzt bitte kein, bitte nichts, bitte. Bitte. Obwohl, der Stärkste ist immer noch bei ihm Scorch. Müsste der Schwächste oder Scorch? Das Schwächste oder Scorch? Oder er hat was zum Sechser wegpusten. Das könnte natürlich auch dementsprechend sein. Oder du gibst die Runde jetzt einfach auf. Das wäre das Beste, was mir jetzt passieren könnte. Alle DLCs, nein. Ich glaube, ich hatte mir nur damals die erste Limited Edition da geholt und das wäre es dann da auch schon gewesen. Das geht nach. Okay, die Runde will er wohl schon verlieren.
Will ich denn den da jetzt in der Hinrichtung verstärken? Ist die Sache. Also ich will ihn zumindest auf jeden Fall so verstärken. Aber ich frage mich, ob er eine Scorch hat oder er gibt auf. Ich werde ihn nochmal ein bisschen so hoch pushen. Scheiße, wenn er jetzt eine Scorch hat, bin ich am Arsch. Hab keine Scorch. Gut, er hat keine. Das heißt, meine Combo ist schon mal real. Sie ist real. Puff. Mit 20. So, die bleibt dann liegen. Vorwärts! In den Kampf! Bam. So. So, jetzt machen wir die noch golden. So, und sie bleiben liegen. Die Runde haben wir dann gewonnen. Putsch. So, dann sind wir jetzt mit dem Zug fertig. Haben die gewonnen. Und haben wir zwei fette Goldkarten da liegen, die auf Dauer Schaden verursachen. Ist das nicht schön? Ist die eigentlich im Friedhof auch golden? Ja, ist sie. Das ist nicht ganz so cool. Oh, aber ich habe da ja noch eine in Nicht-Golden. Haha. Da kommt doch an, was ich gezogen habe. Ich habe Krab gezogen. Krab. Na, spiel ja immer den Troll aus. Im Grunde kommt jetzt eh darauf an, dass meine Türen mit den meisten Shit irgendwie machen. Ach, mit den restlichen kann ich leider keine Combo mehr. Da bräuchte ich noch einen von. Okay, der kann sich jetzt noch maximal zu einer goldenen machen. Bringen wir es hinter uns. Da hat er noch einen Geralt auf dem Feld. Für König und Vaterland. Ergib dich, das spart Zeit. Ciri, weil er verloren hat. Da ist schon mal einer weggeklatscht. Lang lebe der König! Lang lebe der König! So, den letzten noch ausspüren, jetzt hoffen, dass es auf Dauer meine Türme alles wegklatschen, was er spielen kann. Das wäre jetzt das, was ich brauche, das, was passieren sollte am besten. Warum er jetzt den Nebeling ausgespielt hat, ist mir ein bisschen... Okay, keine Ahnung, um natürlich jetzt zwei Runden die anderen ein bisschen oben zu halten. Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht, warum er das getan haben sollte. Nein, ich muss wieder die andere von vorne spielen. Ich brauche hier Stimmung. Türme, macht eure Arbeit. So gefällt mir das. Haltet die Gegner immer schön down. Ein Biest. Kann sie verstärken, ja. Meine Türme sind schon dabei, weiter ihre Arbeit zu leisten. So, was ist deine letzte Karte? Was ist deine... Oh, das war... Nein, reicht das? Das reicht doch. Nein. 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 Eine Runde. Um eine Runde. Scheiß, um ein Damage. Echt Unglück gehabt. Oh, das bleibt ein 28er Beast liegen. Aha, ja. Wow. Scheiße, verkackt. Oh, schade. Ja, es klappt halt nicht immer. Ein paar schöne Karten fehlen mir halt noch im Deck. Hier, bitte. Ja. Schade. Zieht das eigentlich auch... Zieht die Stärke einer... Warte mal, zieht das auch... Nein, das zieht ja nur auf die Reihe, wo ich sie setze. Schade. War knapp. Oh, 5 Erz. Das heißt doch... Jetzt werden hier zwei Fässer aufgemacht, Leute. Karten! Nicht Karten, Laden! Sodo, alter Karten, du alter Fasskartentreuer, gib mir mal zwei Fässer hier. Kaufen! Guter Fass! Und dann hoffen wir mal jetzt hier auf schöne Karten. Natürlich will Chef sehen, was Tolles drin sein.
Ein Haufen Weiß. Yeah. Puh, einiges doppelt. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich meistens für Monster-Decks irgendwas kriege. War das der, den ich hätte noch gebrauchen können? Nein, den habe ich doch. Oder kam es mir jetzt so vor, dass ich den nicht habe? Das ist ein Spion. Ziehe eine Karte offen und eine Karte verdeckt. Behalte davon eine und steck die andere ins Deck zurück. Ich nehme die einfach mal. Ich weiß, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich die habe oder nicht. So, hoffen wir mal, dass jetzt in dem anderen was Gutes drin ist. Ja, bitte, direkt Fass öffnen. Puff! Das ist schon mal gut, auch wenn ich nicht weiß, ob ich nicht davon sowieso schon einer hatte. Der Rest schon 100 Mal. Silber ist noch... wenn eine Goldkarte auf deiner Schlachtfeldseite ausgespielt oder eine Einheit in eine Goldeinheit verwandelt wird, erhöhe die Stärke dieser Einheit um 2. Wäre das... Ich würde es mal nehmen, da ich den bestimmt auch schon 2 oder 3 Mal habe. Ja, und das Horn habe ich sowieso. Und Silber kann man ja eh nur einmal. Yeah. Leider ziemlicher Durchschnitt drin.